Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von uns. Und zwar werden wir heute mit euch gemeinsam Lindschokoladekugeln probieren. Ich war ja letztens mit der Yildiz bei der Lindschokoladenmuseum und dann gab es da halt eben so viele Schokolade zum Ausprobieren. Und am Ende habe ich gedacht, ja okay, komm, ich hole auch noch welche daheim und ich probiere halt mit euch nochmal gemeinsam. Alle Sorten habe ich jetzt nicht ausprobiert und daher, ich glaube, ihr habt sowieso nicht alles probiert. Nein. Okay, genau. Und daher haben wir dann beschlossen, dass wir mit euch gemeinsam die Lindschokoladenkugeln testen. Ja. Wollt ihr das so rausholen? Verpackung sieht so aus. Ich habe halt so eine Pappkarton geholt und da dürften wir halt eben so viel rein tun, wie wir wollen. Und ich habe halt eben von jeder Sorte, die halt eben dort gab, dann reingetan. Genau. Also verpackig sieht dann so aus. Ist echt sehr schön. Also so sommerlich. Und dazu haben wir dann auch noch eine gratis Lindschokolade bekommen, weil die deren 75 Jahre Jubiläum hatten. Genau, diesen eine Karton, ich sag euch auch noch, wie viel das kostet. Genau, die hier Pick and Mix, das kostet 41 Franken und 91 Rappen, also die Lindschokoladen, die Kugelchen. Und das Box an sich kostet dann 2 Franken. Wollen wir testen? Ja! Okay, dann machen wir mal auf. Ist viel, gell? Ich habe halt eben von jeder Sorte so immer 4 oder manchmal 3 Stück immer geholt, dass wir halt auch alle dann was probieren können. Mit was? Weißt du was? Wir machen so. Arnosch macht dein Auge zu und dann, suchst, und dann musst du einfach irgendeine Lindschokoladekugel nehmen. Und diese Farbe essen wir dann, okay? Aha. Okay. Augen zu und raus. Okay. Du hast die weißen. Das heißt, einmal für die Isha, einmal für uns. Das ist dann einmal die weiße. Machen wir auf. Die weißen schmecken gut, gell? Das ist die ganz normale weiße Schokolade. Oh. Schmeckt voll gut. Können wir geben. Lecker. Du bist dran. Oder warte. Punkte von 1 bis 10. Wie viel würdet ihr geben? 10 ist das Beste und 1 ist das Schlechteste. Von den Geschmack her. Ich sag jetzt 5. Und du? Zahl. 27. 10 ist das Beste, das schmeckt dir richtig. 5 ist so, blablabla. Ja, okay. Und 1 ist, das schmeckt dir überhaupt nicht. 10. 10, ihm schmeckt das. Also mir schmeckt das auch so circa zwischen 7 und 8. Genau. Du bist dran. Oh, was ist das denn für eine schöne Farbe? So eine Minzfarbe. Milk Mint. Okay, dann schauen wir mal, ob ich noch mehr. Schau mal hier, Anosch. Nee, Quatsch, das ist nicht das. Das ist Latte. Du hattest den. Das ist was anderes. Aber Latte lassen wir für uns gerade aus. Warum? Wir dürfen das. Das heißt, aber das ist doch nicht Kaffee. Ist das Kaffee? Latte ist Latte nach Latte. Oh. Schau mal, das ist doch dasselbe, oder nicht? Ja, das ist Mint. Nein, das ist Latte. Das ist Latte und das ist Mint. Habe ich davon gar nichts mehr. Dann müssen wir das halt uns teilen, weißt du? Ein Moment. Das ist doch dieselbe Farbe. Latte Menta, doch, das stimmt schon. Latte Menta. Menta ist halt einfach nur das lateinische Form, weißt du? Ach so, schau. Okay, von Menta habe ich nicht so viel. Dann müsst ihr ja halt eben mit mir teilen, okay? Okay. Dann macht mal auf. Abreißen. Mmh.
Schmeckt es toll? Nee, mir schmeckt das überhaupt nicht. Was? Sobald du das aufgemacht hast und mir zum Abbeißen gegeben hast, roch es schon voll nach Pfefferminze. Ist doch gut. Echt? Also das ist auf jeden Fall nicht meins. Habe ich eigentlich gesagt? Ja, doch, doch, doch. Okay, jetzt müssen wir noch die Zahlen sagen. Von 1 bis 10. Meins ist auf jeden Fall die 7. 7. Und du? Meine Zahl ist 6. 6. Bei mir ist das eher 1. Also es ist echt nicht so meins. Es ist nicht so meins. Erstmal war meins am schlechtesten. Ja. Meins ist die 10. Ist ganz gut. Was ist das? Doppio Chocolate heißt das. Doppio Chocolate hier und Doppio Chocolate. Okay. Vom Pfefferminz ist mir sogar voll schlecht. Okay. Ja. Und? Du musst als erstes sagen. Okay. Ich glaube, das ist, glaube ich, wegen dem Pfefferminze, dass es immer noch so nicht so gut schmeckt. Zu viel Schokolade. Und ja, da stand ja auch doppelte Schokolade. Kein Wunder, dass da Schokolade noch mehr innen. Ich sag 3. Okay. Ich sag, hätte ich dieses Minz nicht gegessen, dann wäre es okay. Ich glaube eher 4-5 oder so. Okay, ist auch nicht besser. Ja. Hallo, du bist dran. Und los. Nein. Okay. Was ist das? Lindschokomuffel. Du hast jetzt den goldenen. Ist das alles dasselbe? Was steht da? Nein. Karamell. Hast du auch Karamell? Hier ist Karamell. Karamell. Okay, du hast auch Karamell, ja. Schokolade-Baby. Schmeckt's? Mhm. Der Arjen ist jetzt mit uns dazugekommen. Yes. Und testet mit uns auch Lindschokolkugel, gell? Wer ist jetzt dran? Ah, ich. Warte, wir haben nicht gesagt, wie das jetzt geschmeckt hat. Also für mich war das auf jeden Fall. Also für mich hat es nicht irgendwie nach Karamell geschmeckt. Es war jetzt einfach eine Schokolade. Und du? Ganz normale Schokolade. Welche Nummer? Ich würde sagen, das schmeckt wie Wind. Wie? Wie Wind. Es schmeckt das was? Wind. Kato. Aber woher willst du wissen, wie Wind schmeckt? Einfach luftig Wind. Ich weiß, dass es ganz lecker schmeckt. Mich ist es eher 6. Und du? 27. 27 Oma oder warte? Für mich war das eher 4er. 10. Hat es dir so gut geschmeckt? Ja. Ja. Okay. Das sind die blauen. Schau mal hier. Gesund. Dankeschön. Wollen wir probieren? Das hatten wir noch nicht. Das ist jetzt Milch-Coconut. So eine hellblaue. Ja, wir probieren. Komm, wir probieren.
schmeckt wie Bounty. Kokosnuss. Ja. Bounty ist doch mit Kokosnuss. Raspberry. Bounty ist doch mit Kokosnuss. Jetzt sage ich einfach. Zwischen 5 und 6. Okay, ich auch. Ich auch. Okay. Und dann ist. Ich auch. Lecker? Jetzt sagt ihr bestimmt so, kenn ich doch gar nicht. Ich auch. Okay. Gib dir nicht Ciao. Okay. Was hatten wir doch schon? Pistazien. Den hatten wir noch nicht, Pistazien. Pistazien? Ab und zu können wir ja auch mal an der Tüte schauen, was wir noch nicht hatten. Das ist Pistazien, ja. Das ist, nee, das ist Limonade. Limonade? Und lecker? Hat nicht schlecht geschmeckt. Was sagst du? Und die? Ich würde das schon so 8er geben. Das schmeckt nicht schlecht. Ich sag jetzt so. Alter, mir ist jetzt schon schlecht. Mir ist 7. Mir ist 23. Sagen wir 23 ist. Nein. Nee, Ulla, wo war denn da? Und mir wartet er. Wie sagen Sie? Also mir ist jetzt schon so schlecht. Ist das Chitty schuld? Ihr Vater ist schuld nicht. Aber wie viel fehlen denn noch? Oh, wie viel haben wir überhaupt? Wir haben, glaube ich, nur 4 Stück gegessen. Du hast einfach mitgenommen. Warte, schau mal, die fehlt noch. Also hier, es gibt noch, was ist das? Ja, weil hier, Frischcreme, glaube ich, ist das, ja. Das ist Erdbeere. Das ist nicht Erdbeere. Was? Nein. Das ist Erdbeere. Strawberry Cream. Achso, ja, das ist Erdbeere. Das ist Erdbeere, das wären die pinken. Und dann noch die zwei. So eine dunkle Choki. Und das wäre. Da. Oh, das weiß ich nicht, was das ist. Die ganz normale, die üblichen roten Haselnusscreme. Ja, Haselnuss das ist fehlt noch. Haselnuss ist noch schlecht. Es fehlen jetzt noch. Wollen wir aufhören? Also ich kotze gleich. Ich kotze nicht. Mir ist voll schlecht. Mir ist schlecht von diesem Mint-Schokolade. Mir ist schlecht von Karamell. Mir ist schlecht als gar nichts. Mir ist gar nichts schlecht. Aber dann kann doch der Anne für uns weitermachen. Hey Leute, also uns drei ist das sehr schlecht. Es fehlen nur noch diese 5 Sorten, das zeige ich euch dann ein anderes Mal. Ne? Ja. Ja, also uns ist es einfach zu viele Schokolade. Aber im Endeffekt hat es uns Spaß gemacht, oder? Yes! Sehr gut. Hiermit endet auch unser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne irgendwas und abonniert dann meinen Channel für weitere Videos. Dann sehen wir uns in einem anderen Video. Wir sagen alle bye bye. Bye. Bye.